Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video zum Öffnen einer Zigarre. Gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten. Über einige habe ich ja schon gesprochen. Shuriken, die Schere und so weiter. Und auch den normalen Butterfly Cutter natürlich. Und heute wollte ich mal kurz diesen wunderschönen Round Cut ansprechen. Der Round Cut oder Rundschneider heißt Round Cut oder Rundschneider, weil er rund schneidet. Und auch wenn man ganz oft liest Bohrer, dann muss man diesen Begriff Bohrer bitte in zwei verschiedene Richtungen sehen. Falsch ist die Bezeichnung immer. Aber wenn heute ein Händler zum Beispiel auf seiner Internetseite Bohrer schreibt, dann tut er das deswegen, weil er weiß, dass viele seiner Kunden den Suchbegriff Bohrer eingeben, weil sie es nicht wissen. Das heißt, wie so oft im Leben, man passt sich dann eben den Leuten an, die den falschen Begriff im Kopf haben. Es macht es aber nicht besser, es macht es nicht richtiger. So, was macht der Bohrer? Der macht nichts. Aber der Round Cut, das sieht man jetzt schön, der ist rund. Das heißt, wir haben hier ein rundes Messer. Deswegen nie ausklopfen im Aschenbecher, sondern in der Regel ist da so ein Stab und wenn man den dann zumacht, dann drückt es hier hinten die Kappe raus und dann passt das. So, ganz wichtig beim Round Cut ist, wir haben verschiedene Größen. Das heißt, man kann auch hier wieder wählen. Ist auch bei manchen Feuerzeugen unten dran. Es gab auch mal von den Schweizern ein Messer mit, ein Taschenmesser mit den Round Cuts dran. Es gibt manche, die sind zwei-, dreiteilig mit drei verschiedenen Größen. Das heißt, das ist wieder Empfindungssache. Das hat jetzt nichts mit der Dicke, dem Durchmesser, dem Ringmaß der Zigarre zu tun, sondern etwas, wie ich es bevorzuge, den Round Cut zu setzen. Ich kann also auch bei einer ganz dicken Zigarre einen ganz dünnen setzen. Oder zwei oder vier oder drei kleine. Das kann man wieder machen, wie man möchte. Man muss bei der ganzen Geschichte immer nur eins bedenken. Immer, bitte. Der Round Cut ist eine Variation, die so vom Masterblender nie geplant war. Der Masterblender blendet eine Zigarre immer auf einen geraden Schnitt, den Straight Cut. Alles andere sind Variationen, die findest du gut oder findest du schlecht. Sie werden aber immer die Zigarre verändern, sprich den Rauchverlauf, die Zugkanäle und eben auch den Geschmack des Aroma. Ob du das schmecken kannst, das ist ein komplett anderes Thema. Ja? Eine Fledermaus da draußen, die gibt Schall von sich und den Schall hört sie, der zurückkommt und danach fliegt sie. Der Schall ist da, du hörst ihn nicht, wie ich auch nicht. So, die Frage ist immer, wir hören, wir sehen, wir riechen eben nur ab einer speziellen Auflösung, ab einer bestimmten Intensität. Ein Adler sieht auch besser wie wir und ein Hund riecht besser wie wir. So, das heißt, im Grunde genommen, das können wir natürlich trainieren, das bessere Riechen, aber irgendwo ist natürlich bei Menschen eine Grenze gesetzt und dann gibt es natürlich Menschen mit einem großen Talent, die riechen, schmecken etwas besser wie andere, die man dann Masterblender, Parfümeur oder ähnliches. So, beim Round Cut empfehle ich immer, die Zigarre ein bisschen feucht, nicht nass zu machen. Ein bisschen feucht zu machen, denn wir gehen ja jetzt hier rein und wenn wir jetzt hier ansetzen, dann gucken wir, dass wir die Zigarre ziemlich mittig kriegen. So. Und jetzt drehen wir auch nicht im Uhrzeigersinn, sondern wir drehen vorsichtig hin und her. Ja, vorsichtig hin und her, dass wir eben nicht in eine Richtung einreißen, überdehnen, überspannen, sondern immer hin und her. So, maximal bis zum Gewinde. Das Gewinde schrauben wir nicht in die Zigarre. Das heißt ja Round Cut und nicht rund schrauben. Und dann holen wir das wieder raus. Jetzt haben wir hier hinten die Öffnung. Man sieht es, gerade bei Zigarren, die mehrere Kappen haben, Double Cup oder Triple Cup, dass die dann auch sind. Dann kann man den Trockenzug probieren. Okay, zieht. Und jetzt sehen wir hier, da ist jetzt eben das Teil der Kappe drin. Und jetzt haben wir hier eben das zum Zuschrauben. Und in dem Moment, wo wir es zuschrauben, kommt eben der Tabak hier hinten raus. Das sieht man. Und dann können wir das in den Aschenbecher reinmachen. Hat sich dann erledigt. Dann ist das Ding wieder sauber. Man sollte nie abklopfen, denn auf diese dünne Schneide geklopft, dann ist die kaputt und dann war's das. Round Cut. Merken. Bis denn. Viel Spaß und denkt dran, raucht was Gescheites.